warum Geld gut ist, warum Kapitalismus gut ist. Welches Buch liest du gerade, Bodo? Und könntest du bitte eine Liste mit den zum Beispiel 100 besten Büchern posten, die du selbst gelesen hast und für empfehlenswert hältst? Ja, das kann ich, aber das tue ich nicht. Und ich werde auch sagen, warum. Also ich kann gerne ein paar Bücher sagen, die ich für lesenswert halte. Und ich kann auch sagen, was ich gerade lese. Aber fange ich damit an, warum ich das nicht machen möchte, eine Liste mit 100 Büchern. Weil ich die erklären muss. Die muss ich erklären. Ich muss sagen, was das Buch bringt. Weil es gibt Bücher, die fängst du an zu lesen. Und wenn es nach 3, 4 Seiten dir nicht gefällt, legst du es weg. Und meine Top 100, die darfst du nicht weglegen. Die sind so gut. Die sind so, aber ich muss dir sagen, warum sie gut sind. Weil manche Leute haben zwar eine super Message, können aber nicht so gut schreiben. Und dann bleibst du hängen und sagst, oh, was soll das denn? Also ich habe die 100 Bücher empfohlen in unserem 7-Jahres-Kurs. Weil ich da immer mindestens einen ganzen Coaching-Brief habe, in dem ich das Buch erkläre. Ich fasse es schon zusammen. Ich sage die geilsten Sachen da drin. Warum du es unbedingt lesen musst und erklärst. Und dann fängst du es an zu lesen. So, also das kann ich deswegen nicht machen mit den 100. Das wäre nicht meine Überzeugung. Ich kann mal ein so ein Buch jetzt nennen, was jeder gelesen haben muss. Und ihr werdet es kaufen. Ihr werdet mich hassen. Ihr werdet mich hassen. Ihr werdet sagen, wie spinnt der Typ? Es ist der Streik von Ian Rand. Das ist 1200 Seiten dick, 1200. Die ersten 300 Seiten sind Horror zu lesen. Wenn du die gelesen hast, kannst du das Buch nicht mehr aus der Hand legen. So, warum empfehle ich Der Streik? Es wird jedes Jahrzehnt immer wieder auf der ganzen Welt das Buch des Jahres gewählt und das Buch des Jahrzehnts. So, und die Buch des Jahres geworden sind, die kommen in die Ausscheidung vom Buch des Jahrzehnts. Und seit dieses Buch auf dem Markt ist, seit es rausgekommen ist, ich glaube, das war 1960 oder irgend sowas, wird es jedes Jahrzehnt als das zweitbeste Buch der Welt gewählt. Das zweitbeste. Jetzt sagst du vielleicht, sag mir das Beste. Ja, ist die Bibel. Da kommst du nicht gegen an. Zweitbeste ist also eigentlich das Beste, weil die Bibel, die wird immer wieder genommen. Der Streik. Ein Buch über Kapitalismus, warum Geld gut ist, warum Kapitalismus gut ist. Ein Roman, ein Wahnsinnsbuch. Ich habe 3 Coachingbriefe in unserem 7-Jahres-Kurs verwandt. 3 lange Coachingbriefe, um an dieses Buch heranzuführen, weil ich weiß, die Leute lesen es nicht. Ich weiß, die ersten 50 Seiten sind schrecklich, die ersten 300 sind schrecklich, aber wenn du es gelesen hast, diese 300, es zieht dich rein und dann hast du die Welt verstanden. Du hast die Welt verstanden, wie du sie niemals mehr in einem anderen Buch verstehen kannst. So, trotzdem, obwohl ich das jetzt so vehement sage, mit aller Überzeugung, weiß ich, dass viele Menschen es nicht lesen werden. So, deswegen mache ich das nicht.